What you want? Unsere Regierung führt im Auftrag des Geldes einen Krieg gegen uns. Die meisten wissen das schon, da wollen wir gar nicht drüber reden. Dass sie korrupt und kriminell sind, da wollen wir auch nicht drüber reden, das wissen wir. Aber jetzt haben die eine Grenze überschritten. Sie gehen an unsere Kinder. Sie zwingen die mit Maske 8 Stunden länger oder ungefähr, wie auch immer, bei 35 Grad im Unterricht zu sitzen. Oder 4 Stunden draußen Sport zu treiben mit Maske. Das muss man sich mal vorstellen. Also so eine Qualität von Bösartigkeit habe ich noch nirgendwo gesehen. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Und jetzt möchte ich euch mal kurz sagen, wie ich das jetzt geregelt oder gehandhabt habe. Ich bin Vater von mindestens 2 Kindern. Wenn ich sage, die Jüngste ist wahrscheinlich 14, dann kriege ich gleich Ärger mit meiner Frau. Auf jeden Fall geht meine Tochter in die 9. Klasse. So, als sie jetzt gehört hat letzte Woche, die soll mit Maske in die Schule gehen, da hat sie schon Magenschmerzen gehabt, als sie morgens aufgestanden ist. Und ich habe ihr dann gesagt, du bleibst zu Hause, du gehst nicht in die Schule. Ich habe sie dann zu Hause gelassen. 2 Tage später rief die Schule an und hat mir gesagt, ja, wenn die länger als 3 Tage krank ist, brauchen sie nach Test. Und da habe ich der Schule gesagt, beziehungsweise der Sekretärin, meine Tochter braucht keinen Test. Also, solange sie eine Maske tragen muss, kommt sie nicht in die Schule. Und ich habe der wortwörtlich gesagt, ich lasse es nicht zu, dass meine Tochter gefoltert wird. Ich habe durch das Telefon gesehen, wie die geschluckt hat, aber die hat nichts gesagt. So, ich habe ihr am nächsten Tag, habe ich ihr dann von Klageparten EU das 4-seitige Musterschreiben geschickt und seitdem auch keine Antwort von dir bekommen, das ist eine Woche her jetzt. Gestern habe ich dir nochmal einen Fax geschickt und habe ihr gebeten, mir mitzuteilen, wie sie sich das vorstellen, wie meine Tochter beschult wird. Also entweder Fernunterricht, Hausunterricht, was weiß ich, oder irgendwo, dass in einem Raum sitzt, ohne Maske, weiß ich nicht. Ich bin mal auf die Antwort gespannt. Worauf ich hinaus wollte auch ist, es gibt da jetzt eine Gruppe bei Telegram, die nennt sich Eltern stehen auf. Eltern stehen auf NRW, finde ich eine tolle Sache. Einige Eltern sind auch schon aufgestanden. Ich gucke da also mehr rein als in die meisten anderen Telegram-Gruppen, einfach mal zu wissen, was so los ist. Es sind aber immer noch sehr wenige, die sich da wirklich durchsetzen, die Angst haben. Und da möchte ich einfach an alle Eltern, die ein schlechtes Gefühl haben und denen ihre Kinder wirklich was wert sind, die sie lieb haben und lieben und auch möchten, dass es denen gut geht, einfach mal sagen, die Gruppe heißt Eltern stehen auf und nicht Eltern tun so, als würden sie aufstehen. Wenn irgendjemand meine Kinder bedroht, dann bin ich bereit zu kämpfen, wenn es nötig ist, mit dem Messer zwischen den Zähnen bis zum letzten Blutstropfen. Ich bin aufgestanden. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schönen Samstag noch. Danke. Es ist 2-mal bisher von deutschem Boden großes Unrecht in die Welt hineingetragen worden. Und wisst ihr, was ich nicht möchte? Ich möchte nicht, dass wir in allernächster Zukunft in den Geschichtsbüchern erscheinen mit einem 3. Mal. Wir müssen mal aktiv verhindern. Und ich
sage euch, warum wir das verhindern müssen. Wir müssen es aktiv verhindern, weil die ganze Welt auf Deutschland schaut. Wir sind nur ein kleiner Stecknadelkopf, großer Punkt auf der Welt. Trotzdem schaut die ganze Welt auf uns, weil von uns aus durch besagten PCR-Test der ganze Scheiß erst ausgegangen ist. Und wenn ein gewisser Professor Drosten den Mist nicht ein viertes Mal, nachdem er schon dreimal versucht hat, Pandemie zu schreien, wenn er sich nicht ein viertes Mal durchgesetzt hätte mit allen Neben- und Randerscheinungen, dann wäre Corona immer noch ein auf Gerste und Malz basiertes Erfrischungsgetränk und wir würden einen wunderbaren Frühling, einen noch schöneren Sommer erleben und einfach nur das machen, wofür wir eigentlich auf der Welt sind. Friedlich miteinander leben und ein wenig Spaß haben. Und das ist uns jetzt alles genommen worden.